Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir eine ordentliche Portion abbekommen. Ich denke mal, jetzt wird das Boot schon mal unter Wasser stehen, sonst langweilig. Auch dumm, meine Füße direkt da, wo das Wasser dann reinspritzt, hinzumachen. Oh mein Gott. Und die Tische. Voll durch. Oh, Bruder. Ey, aber vorhin war schlimmer. Ja. Ich dachte erst, wir würden vorbeikommen, aber es bewegt sich zu langsam. Oh Gott, die nächste! Oh, Scheiße! Voll den Rückteil, Alter! Oh, Junge! Da geht bis die Hochschule! Junge, 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 Junge! Hab ich noch nicht erlebt hier! Oh! Gut! Was ist das denn? Pass auf, jetzt nimm mal doch die Kanone mit, weil von vorne bin ich ja, naja, nee, irgendwie halt nicht trocken. Oh. Vor allem neben dem Eingang vom Fjordrafting, da steht auch noch so eine Bedieneinheit für so eine Kanone, da war wohl auch mal eine. Oh Gott. Wow! Jetzt sind wir quitt! Was haben die denn, was haben die denn gemacht, Alter? Jetzt sind wir quitt! Die haben ja irgendwie die Motoren mal ein bisschen hochgezimmert. An warmen Tagen machen die das. Ja, Mann. Haben die noch zu feiern? Oh, Kunde, Kunde, Kunde. Gott sei Dank. Oh, wir sind zu weit weg. Puh. Zu weit weg, gell? Ja, hier passiert jetzt auch nichts mehr. Nee, jetzt egal. Boah, Junge. Läuft die Suppe hier einfach rein. Wieso fährt man kein Rafting, bevor man nach Hause fährt? Ach ja, man könnte komplett nass sein. Nur noch einer. Ah, yeah.